Normalerweise müssten wir jetzt auch schon live sein. Ich gucke mal gerade. Jawohl, wir sind jetzt live. Cool, wunderbar. Also, Hallihallöchen, einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Heute sind wir wieder live, Sonntag 17 Uhr. Und heute habe ich wieder ein neues Thema für euch. Und zwar, es gibt mehrere Trends auf Facebook, ne? Und in diesem Jahr 2019 wird natürlich auch sehr, sehr viel anderes kommen und Facebook kündigt uns ständig immer wieder etwas Neues. Aber was bleibt, das sind Live-Videos, das sind Stories und das sind Instagram-Stories. Und genau das ist heute unser Thema, ne? Denn wir wissen, dass Facebook uns angekündigt hat, liebe Leute, in der nächsten Zeit wird auch Newsfeed wegkommen oder es wird auch anders aussehen. Deswegen passt mal auf, wir wollen und mögen sehr gerne jetzt momentan Stories. Und dann haben wir gedacht, okay, dann reden wir mal drüber. Und ich finde das großartig. Und heute habe ich einen ganz tollen Gast bei mir, Gabi Lindemann, eine großartige Frau. Eine Frau, die sich mit Tools und Techniken perfekt auskennt. Und wenn ihr etwas sucht, dann findet Gabi immer etwas für euch und immer ein passendes Tool und eine passende Hilfe. Hat sie mir auch schon sehr oft geholfen. Und heute ist sie bei mir. Okay, ich übergebe erstmal das Wort an meinen Gast, Gabi Lindemann. Liebe Gabi, stell dich mal bitte vor. Wow, Lena, vielen, vielen lieben Dank, dass du mich so toll angekündigt hast und dass ich hier bei dir heute überhaupt sein darf. Ich bin total geplättet. Ich bin, ja, mein allererstes Interview. Ich bin noch total aufgeregt und ja, Brauchst gar nicht. Alles locker, alles wunderbar. ich freue Entspann mich total. Ja. dich. Also, wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Gabi Lindemann und ich bin im Internet unterwegs. Und zwar coache ich vor allen Dingen Frauen über 50, die sich ein eigenes Online-Business aufbauen wollen. Denen helfe ich auf die Beine. Wir erstellen eine Webseite und mit der Erstellung der Webseite ist es ja nicht getan, denn da fängt ja eigentlich erst die große Arbeit an. Das heißt, ich helfe den Menschen mit Technik und Tools dabei, ihr Zeitmanagement zu organisieren, die Arbeit zu organisieren mit einfachen Tools. Denn ich bin selbst berufstätig und ich bin ja schon seit vielen, vielen Jahren in einer Firma tätig, wo ich Fulltime-Job arbeite im Verkaufsmanagement, das heißt in einer großen Elektronikfirma. Dort berate ich Menschen, die ja sich mit PC-Technik ausstatten wollen, nicht nur Privatmenschen, sondern auch kleine Unternehmen, jetzt sogar Schulen im Zeitalter der Digitalisierung, habe ich auch viele Schulen als Kunden. Ja, und wie gesagt, das will ich jetzt oder mache ich seit mehreren Jahren, dass ich das auf das Internet übertrage und so vielen Menschen wie möglich auch helfen will, mit der neuesten Technik sich zurechtzufinden und sich dann wirklich ein stabiles, nachhaltiges Online-Business aufzubauen, von dem man eventuell leben kann oder sich wenigstens ein zweites Standbein aufbauen kann, was auch nachhaltig ist. Ich muss gleich dazu sagen, dass ich nicht der Mensch bin, der den Leuten rät, keine Webseite zu haben, sondern nur alles Facebook zu machen. Der bin ich nicht, denn ich sage, dass eine Webseite denjenigen brände, dass das dein Aushängeschild ist für dich und dein Business und dass jeder, der dich im Internet sucht, zuerst mal nach deinem Namen sucht und oder nach deiner Webseite. Wer ist der Mensch? Was stellt er dar? Was hat er eigentlich für ein Angebot für mich? Und wie breit ist er eigentlich auch, gefächert? Und alleine nur im Facebook bin ich der Meinung, kann man kein nachhaltiges Business aufbauen. Es gibt immer Ausnahmen, das sage ich auch. Aber ich bin auch nicht der Mensch, der sagt, in 8 Wochen kann ich fünfstellig oder achtstellig verdienen. Das heißt, zu einem Business gehört viel mehr. Da gehört Branding, da gehört Organisation, da gehört ein Angebot erstellen, da gehört YouTube, Instagram und die ganzen Social-Media-Netzwerke, alles dazu.
Ich habe ein breit gefächertes Portfolio, das weiß Lena auch. Und viele sagen zu mir, Gabi, du bist zu breit aufgestellt. Aber ich sage euch ehrlich, wenn ich eine Webseite habe und will mich als Networker, Vernetzer darstellen, dann muss ich so breit aufgefächert sein, weil man muss in dem Gebiet ja auch viel abdecken können. Ne? Und deswegen bilden wir uns immer weiter und ich bin immer diejenige, die dann nach den neuesten Tools und Techniken dann sucht. Ne? Ja, ja, super. Also ich sehe, also herzlich willkommen, Gerhard. Ich hoffe sehr, ihr Lieben, dass wir heute mit der Technik keine Probleme haben werden und dass die eine oder andere auch kommentieren kann, denn letztens hat es leider nicht geklappt mit den Kommentaren. Ich sehe gerade, mir poppt hier irgendeine komische Sache auf mit dem Streaming jetzt live, aber wenn es nicht mehr live ist, ja, alles gut. Okay, bitte, stellt uns Fragen, schreibt uns auch etwas, damit ich ja auch für die Zukunft weiß, ob ich alles hier richtig eingestellt habe, denn letztens war es wirklich nicht so schön. Die Leute haben mir geschrieben, Lena, wir können gar nicht kommentieren. Und dann habe ich gemerkt, dass ich auf meinem privaten Profil so eingestellt habe, dass es keine kommentieren kann. Also ich hoffe, das funktioniert sehr gut. Nun, wir gehen es weiter. Cool, herzlichen Dank, lieber Gabi, dass du dich jetzt so schön vorgestellt hast. Und heute haben wir ja ein wichtiges Thema. Wir haben heute kein breites Thema, sondern ein enges Thema. Und wir reden heute um die Stories, weil, wie ich eben gerade auch gesagt habe, wir hören ja auch sehr oft, dass Facebook also dieses Jahr auch einiges verändern wird. Und aber die Stories, Instagram-Stories und Facebook-Stories, wie auch Live-Videos oder Live-Audios, die bleiben, ne? Das möchte der gerne Facebook auch pushen und das sieht er auch sehr gerne. Und jetzt ist meine erste Frage, Gabi, was ist denn deiner Meinung nach? Welche Trends auf Facebook und Co. sind deiner Meinung nach dieses Jahr besonders angesagt? Ich habe es jetzt mal meine drei Favoriten dir dargestellt. Ne? Facebook Stories, Instagram Stories und Live-Videos. Was glaubst du oder welche Favoriten sind deine? Ja, auf alle Fälle, was ganz eng mit Facebook verbunden ist, ist Messenger-Chatbots. Das weißt du selber, du bist ja da der absolute Profi. Und das ist eigentlich mein Nummer-1-Trend, also Messenger-Marketing. Darum kommt keiner mehr drum rum. Einfach der Grund ist, weil es relativ einfach ist, zu erstellen, so ein Chatbot, wenn man es kann, will ich mal sagen. Da müsste man natürlich bei Lena ins Training gehen. Die Zustellrate bei Chatbots ist natürlich enorm hoch. Das Interagieren stellt sich klar im Vordergrund. Das heißt, der Leser wird gefragt, möchte er oder möchte er nicht. Und das finden so viele am Messenger gut. Ne? Dann kann sie selber entscheiden, möchte ich weiterlesen oder möchte ich nicht weiterlesen. Also sie sind zur Interaktion gezwungen. Und wenn sie etwas wissen möchten, was Neues, dann müssen sie entweder auf Ja drücken oder auf Nein, dann wissen sie es halt nicht. Aber das ist dieses Spannende am Messenger-Marketing, dass man auch so mit seinen Kunden reden kann. Ne? Ja, kann man das direkt, habe ich jetzt das habe genau. ich vergessen, finde genau. ich auch, das Messenger auch der Trend. Genau, das ist, aber das ja. noch in den Kinderschuhen, da haben wir ja auch noch nicht sehr viele Erfahrungen mit Kundenstimmungen gesammelt. Ne? Wir haben zwar jetzt die Technik erlernt, aber ja, aber was hat das jetzt denn mit Stories? Das Thema ist ja heute Instagram Stories, Facebook Stories. Findest du, dass das jetzt wirklich ein Trend wird? Ja. Ne? Genau, weil gerade deswegen spreche ich Messenger-Marketing an, weil die Stories ja auch im Messenger mit verbunden sind. Das heißt, wir interagieren ja nicht nur mit Messenger, sondern wir haben ja die Fanpage-Story, wir haben die Facebook-Story, wir haben die Messenger-Story, wir haben die Instagram-Story. Weißt du, Lena, wir haben, oder beziehungsweise alle, wir haben ja viele Stories und wir haben viele verschiedene Stories, die wir bedienen. Und deswegen hängt das eigentlich alles unmittelbar zusammen, weil es so viele verschiedene Arten von Stories gibt.
Sehr, sehr spannend, diese Ja. Stories. Ne? Sie wirklich sehr interessant. Also ich verwende ja Stories, aber ohne Strategie, ehrlich gesagt. Aber darüber reden wir gleich auch. Ne? Aber, und also Facebook Stories werden ja laut Facebook Newsfeed ablösen, so wie ich das gehört habe. Was möchte denn Facebook? Denn so wie ich das jetzt mir vorstelle, Newsfeed, es dauert vielleicht klein wenig länger, ne, bis man nach unten scrollt. Bei Stories geht das bam, 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 bam. Ist das Genau. jetzt, möchte denn Facebook, dass wir jetzt so schnell jetzt ding, 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 alles mal an Informationen bekommen? Können wir denn dann überhaupt das Ganze verarbeiten? Was bleibt denn dann überhaupt im Kopf? Die Stories sind ja kurz. Ja, aber die Storys sind auch wirklich sehr reich an Inhalt und Content. Auch wenn das so schnell geht, der Mensch ist so, dass er das gerade aufschnappt, wenn es so schnell geht, ne? Und das Newsfeed hat einen Nachteil für mich selber und für alle anderen sicherlich auch. Du scrollst ewig durch die ganze Litanei und vielmals kommen immer wieder dieselben. Also der Newsfeed, der ist nicht sortiert nach was weiß ich, sondern der ist durcheinander. Es kommt alles. Und wir, du auch und ich, wir kennen uns aus. Wir können uns den Newsfeed sortieren, indem wir uns die Listen erstellen. Aber das können die meisten der Menschheit nicht. Die können das nicht sortieren. Deswegen haben die einen Durcheinander-Newsfeed. Und du hast viel zu viel Ablenkung. Rechts und links blinkert was, da ist was. Es ist, und was auch ist, die müssen zu viel lesen, die Menschen. Es steht viel, es ist zu viel Text und es ist zu viel Werbung. Und Facebook hat halt gemerkt, dass einfach nicht mehr so viel interagiert wird. Es ist so. Und bei den Stories ist es einfach so, viele gucken sich die Stories an. Die sitzen im Auto, die sitzen, was weiß ich, auf der Parkbank und dann wird hier nur gezappt. Und wo sehen wir das am meisten? Bei der Jugend, ne? Facebook möchte natürlich auch mehr die Jugendlichen jetzt wieder zurückgewinnen auf Facebook, die jetzt zum Beispiel zu Snapchat abgewandert sind, ne? Das ist ja wirklich auch eine Plattform, also da sind die meisten Jugendlichen und die wollen jetzt auch viele wieder zurückhaben durch diese Facebook-Stories, ne? Also Du ich bin jetzt kannst. kein großes Profi und keine Expertin und Spezialistin in Stories, aber das Thema interessiert mich natürlich auch sehr, als Unternehmerin natürlich und auch als private Person. Warum Ja. glaubst du, pusht, also wir reden eigentlich die ganze Zeit jetzt um das Ganze und um das Gleiche herum, Ja. aber warum glaubst du denn, pusht überhaupt Facebook die Stories und man kann, und vor allem, weil wir sprechen ja hier auch zu Unternehmern, zu Einzelhändlern, zu lokalen Unternehmen, zu Online-Unternehmern, die online ihre Betriebe präsentieren. Was kann das uns Unternehmern eigentlich bringen? Bringt das was? Oder ist es nur was für Freunde? Ich will mal gucken, was hat heute Gabi? Ach, Gabi hat heute neue Schuhe gekauft. Schön, Gabi, wo hast du die gekauft? Oder ach, Birgit hat heute dem Hund Haare geschnitten. Cool, weiter, weiter, weiter. Was ist der? Ah ja, die spricht heute irgendwo auf irgendeinem Event. Sehr schön. Ach, das Wetter ist schön. Ach, der hat heute gegrillt. Ach, er hat heute eine neue Tattoo sich gemacht. Ja, genau, Das Lena. Ja, ja, sind ja, da ja, können wir als Unternehmer, aber was gehört denn oder bringt überhaupt die Story einem Unternehmen etwas? ja. Ja, und zwar organische Reichweite. Immens weite organische Reichweite bringt dir das. Ganz einfach, auf den Punkt gebracht. Du stellst ein Angebot, du hast keine Ablenkung, du stellst das rein. Die Leute finden es spannend, die gucken, es interessiert jemanden und dann wird das auch vielfach verteilt. Mehr als bei der, sagen wir mal, Facebook-Fanpage. Ist so. Es bringt dir unheimlich organische Reichweite als Unternehmer für dein Angebot. Du musst natürlich immer eine gute Mischung haben. Du kannst nicht nur Angebote posten. Ne, du musst auch aus deinem Leben posten. Wenn du ein Privatprofil hast, poste Stories aus deinem Leben. Lass die Menschen teilhaben, dass sie inspiriert werden durch dich, dass sie dich kennenlernen, deine Person. Und dann nimm die auch mal an, wenn du zwischendurch mal ein Angebot oder sowas postest. Ne, das kann uns sehr, sehr viel bringen. Diese Story, sehr viel. Weil du kannst sogar eine ganze Story-Serie machen. Ne? Also, du musst nicht nur ein Bild posten, du kannst ja also eine ganze Serie dann machen.
Also die bringen uns Reichweite ohne Ende und das pusht halt Facebook im Moment, weil die eben wollen, dass die Stories so richtig groß werden. Also was ich nutze Stories für beides, für privat und auch für mein Unternehmen. Privat poste ich, heute habe ich Fenster geputzt, heute hier das Wetter bei mir. Quasi, dass die Leute mich auch aus einer anderen Sicht sehen oder kennenlernen, ne? Dass ich jetzt nicht nur eine Unternehmerin bin, sondern auch privat ganz normal. Ich bügele, ich putze die Fenster, ich freue mich über das Wetter, ich schneide meinem Hund die Haare. Also das ist quasi eine Dokumentation meines Lebens, ne? Also ich teile gerne oder dokumentiere meinen Alltag oder die schönsten Erlebnisse. Meine Frage ist nur immer, will das überhaupt jemand wissen? Aber anscheinend schon. Ja. Ich habe es gemerkt, wenn ich etwas Privates poste, dann bekomme ich sofort auch sehr, sehr viele Freundschaftsanfragen. Also dann denke ich mir, okay, entweder bin ich für jemanden sympathisch geworden oder jemand hat gedacht, oh, schön, ich putze auch zu Hause Fenster, ne? Dann lass uns mal zusammen. Genau so. Finde ich ganz nett. Komm, ich stelle ihr mal Freundschaftsanfrage. Oder natürlich gibt es ja auch noch Menschen, die sagen, ach, die Frau sieht so aus, als ob ich ihr auch mal mein Produkt andrehen könnte. Ne? Gibt es natürlich auch. Ne? Das gibt es auch, ja. So, und als Unternehmerin, dann kündige ich, okay, ich gebe es zu, für unsere Offline-Geschäft habe ich noch wenig gemacht. Muss ich mich noch mehr drum kümmern? Das würde auch sehr gut natürlich auch zu unserem Offline-Geschäft passen, weil wir ja auch mit schönen Sachen zu tun haben, mit Blumen, mit Pflanzen, mit Einrichtung. Das würde sehr schön in die Story passen, auf Instagram oder auch auf Facebook. Ich als Online-Unternehmerin kündige meistens irgendwas an. Also entweder als Sprachnachricht oder als winzig kleines Video oder halt eben nur als Bild. Ich poste aber dort nicht meine Angebote, weil ich mir gedacht habe, irgendwie sehe ich diese Ort nicht so richtig, um Angebote zu posten, sondern ich kündige irgendwas einfach an. Meinst du, ist das so richtig? Mache ich das richtig? Also ich würde das unterscheiden, Lena. Ich würde auf jeden Fall mein Privatprofil von meiner Fanpage und von Instagram unterscheiden. Ne? Instagram ist eine Plattform, wo du auch Facebook-Stories postest, aber meistens dort mit Videos oder, wie gesagt, mit Audios, Audiogramme. Und es ist eine Inspirationsplattform. Das darfst du bei den Instagram nicht vergessen. Das heißt, dort musst du ganz anderen Content zur Verfügung stellen. Ja. Wenn möglich, du postest über dein Business-Profil von Instagram, dann stell auch Content zur Verfügung. Also Mehrwert. Auch in den Stories sollte man Mehrwert bieten. Ja? Dann kann man kleine Tipps geben. Oder man kann mal ein minütiges Video machen oder sowas. Ne? Den Unterschied musst du auf jeden Fall wissen, dass du nicht überall sinnlos irgendwas postest, sondern dir eine Strategie machst. Gell? Ja, siehst du. Ja. Und so dann, kleine Tipps, das ist auch eine gute Motivationssprüche oder irgendwas. Das ist, genau, und dann, genau, Motivationssprüche. 33 schöne Sprüche für ein Leben in Glück. Was weiß ich, und dann postest du 33 Tage halt mal was Schönes. Mhm. Aber was ich damit sagen will, ist ganz einfach, die Leute wollen an uns ja teilhaben. Ne? Und man muss es wirklich unterscheiden. Instagram, man muss Facebook privat und Facebook Fanpage unterscheiden. Und auch Messenger. Auch Messenger-Stories sollten anders sein als die Stories, die du bei Facebook postest. Ne? Da würde ich zum Beispiel nur ein Foto von mir machen. Wenn ich jetzt Messenger bin, mache ich ein schönes Foto mit, vom Profilfoto von mir. Und dann gibt es da so allerlei Schnörkelkram, was ich dort mir reinholen kann und wo ich das interessant machen kann, obwohl ich ja da nur alleine drauf bin. Sowas würde ich zum Beispiel beim Messenger posten. Das würde ich aber nicht auf meiner Fanpage posten, weil das albern ist, wenn man mal richtig sieht. Ne? Und was natürlich auch wichtig ist bei Instagram, dass du jede Story dann auch wirklich so
postest, dass du deine Hashtags dann auch mit dazu nimmst, die du ja dir mühsam schon bei Instagram erarbeitet hast, und dass du auch dein Geoprofil dort einbindest. Warum? Weil viele nach diesem Geoprofil halt suchen, ne? Wo bist du gerade? Was in deinem Business, was machst du? Aber das Problem ist, wie kriegst du die Hashtags in so eine Story rein? Da gibt es aber einen schönen Trick, den zeige ich euch nachher. Da gehen wir mal auf meinen Bildschirm und dann zeige ich euch diesen kleinen Hashtag-Trick. Aber sowas würde ich zum Beispiel unterscheiden, Lena. Ich würde gerade bei den Stories nicht alles wild durcheinander posten, sondern wirklich da gezielt das, das und jenes. Ich sehe das immer bei vielen, die dann wirklich auch ein Durcheinander auf den Profilen haben und ich gar nicht so richtig weiß, wo gehört denn derjenige eigentlich hin? Und das finde ich eigentlich ein bisschen schade, weil es macht auch Arbeit, Mühe. Und was ich auch mache, die Arbeit, dass ich mir auf dem Fanpage jetzt eine extra Story mache, mache ich nur, wenn ich hochwertigen Content habe. Das heißt, ich erstelle auf meiner Fanpage einen Beitrag und poste es nur als Story heraus, dass ich einen großen Beitrag habe. Das würde ich machen bei der Fanpage. Mache ich das aber auf Instagram, dann würde ich das nur teilen auf meiner Fanpage. Das heißt, das muss miteinander verknüpft sein. Ich teile das und gleichzeitig ist mein Content auf meiner Fanpage. Überlegt mal, was das euch für Zeit spart, weil ihr braucht nicht extra Content machen für eure Fanpage. Die ist immer aktuell. Ihr seid immer interaktiv. Ihr habt immer, und das ist das Schöne, ihr habt auch Kommentare, ihr habt Likes und das sieht ja alles Facebook. Das ist auch in der Aktion. Und dann kriegt ihr eine Meldung, oh, wie toll ihr wieder diese Woche, wie viel Reichweite ihr hattet. Und ihr habt überhaupt nichts gemacht auf der Fanpage. Nur mal jetzt so als kleine Info-Tipp. Okay, also als Privatperson darf ich alles durcheinander posten, aber als Unternehmerin muss ich natürlich mir eine Strategie entwickeln und gucken, dass ich wirklich die Sache strategisch eingehe. Das ist nichts für mich. Ich bin absolut ein strategischer Mensch. Ich poste immer alles durcheinander und mein Instagram-Konto ist ein reines Experimentkonto. Denn jeden Monat mag ich neue Farben und jeden Monat denke ich mir, jetzt ist es wirklich braun-gelb, meine Farben, mein Brand. Nächsten Monat denke ich mir, nein, das wird langweilig. Ich muss mich ständig nur jetzt an diesen Farbenpalette halten oder an diesen Filter. Aber genau das ist nämlich der Trick an der Sache, beziehungsweise genau das hält ja unsere Instagram-Profile und Instagram-Stories und alles Mögliche. Das ist ein Brand, ne? Und da muss man schon natürlich klare Linien setzen. Also, was haben wir denn bis jetzt? Was können wir denn in die Stories posten? Wir haben es gesagt, wir haben einen begrenzten Platz, ne, auf Facebook-Stories oder auch Instagram-Stories. Und wir haben es gesagt, dass Stories, das ist ja so meine Geschichte, also meine Dokumentation. Ich dokumentiere mein Leben, mein Alltag aus meinem Privatleben oder auch als Unternehmerin. Und dann haben wir gesagt, als Unternehmerin wäre es schön, wenn wir die Sache richtig strategisch eingehen, damit dass wir das auch richtig schön überlegen. So, dann hast du gesagt, man kann sehr schöne Sprüche, auch Motivationssprüche posten. Dann könnte man auch Blick hinter die Kulissen, ne, machen. Ja. Denn das ist auch sehr, sehr schön. Ich persönlich teile das mein Unternehmen und mein Privatleben teile ich eigentlich nicht, weil das gehört alles zu meinem Leben dazu. Und ich kann leider nicht 100.000 Sachen gleichzeitig machen, also mache ich trenne das nicht. Bei mir klappt das so besser, aber jede wie er mag. Ne? Dann haben wir gesagt, Ankündigungen können wir machen, ja? Dann können wir neugierig auf etwas machen, ne? Aufmerksamkeit erregen und wie gesagt. So, ja, dann haben wir mal noch etwas. Du wolltest uns auch kurz etwas demonstrieren. Ne? Du hast irgendetwas mitgebracht, ja? Und, ja, ich habe ich würde euch dann den Hack mal zeigen mit den Hashtags, wie ihr die in eure Story kriegt. Eins habe ich noch vergessen, Lena, das möchte ich wirklich noch mal sagen. Wirklich. Kontinuität, Regelmäßigkeit, das ist genauso wichtig. Und das ist bei Instagram wichtiger als bei Facebook, weil dadurch du ja deine Follower aufbaust.
Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal gemacht habt, mal eine Woche nichts gepostet, dann merkt ihr, wie eure Zahlen zurückgehen. Also Kontinuität, Regelmäßigkeit, einfach mal spontan. Also ich bin da gar kein Vorbild. Instagram und Facebook Stories, das ist bitte nicht zu mir, nicht bei mir abgucken. Ich bin auch am Lernen, also gut. Aber das hängt auch ein bisschen mit unserem Zeitmanagement zusammen. Das darf man nicht vergessen. Wie du arbeitest auch noch in deinem Blumenladen und ich arbeite ja auch noch 8 Stunden im Geschäft. Und wir haben auch nie keine virtuelle Assistentin, ne, Lena? Die uns noch die Arbeit abnimmt. Wir müssen auch was selber machen. Aber ich arbeite überall, Gabi. Genau. Ich bin online, offline, ich bin immer unterwegs. Ja, aber das weiß ich. Das ist schon für mich wichtig. Facebook ist quasi mein Arbeitsplatz. Ne? Und genau. Eigentlich ist es schon nicht wichtig, dass ich. Aber du glaubst nicht, Lena, wie viele von Instagram auch auf dein Facebook-Profil kommen. Du täuschst dich da wirklich. Es gibt bei Instagram und auch bei Facebook, da kannst du die Insicht ja einsehen. Ne? Das ist ja dieses SEO-Tool, wo du weißt, wo kommen die Leute her, von welchem Profil kommen die wohin. Das kannst du ja alles einsehen. Und wenn man da mal wirklich sich die Mühe mal macht und guckt, kommen wirklich viele von Instagram auf Facebook. Das ist da kommen viele auf dein Profil. Und deswegen ist es wichtig, dass man Kontinuität da wirklich reinbringt und Regelmäßigkeit. Wenigstens, sagen wir mal so, in der Story 2, 3 in der Woche. Und übrigens, was du vorhin gesagt hast, das wollte ich auch nochmal anmerken, mit deinem Profil, das ist nicht so, und mit dem Branding. Du, ich habe mir Profile angeguckt von amerikanischen, wirklich Größen, die echt, was weiß ich, wie viele Follower haben. Das ist komplett durcheinander. Da ist nichts in einer Linie. Die machen ihre Live-Videos und trotzdem haben die so viele Follower. Also das kommt auch immer drauf an. Es muss nicht unbedingt sein. Muss da nicht unbedingt dieselben Farben haben, die gleiche Linie und, und. Ich weiß nicht, das also ist nicht. Natürlich, ja. es gibt für alles verschiedene Meinungen und es gibt auch verschiedene Seiten, egal was wir nehmen, alles hat mehrere Seiten. Ne? Und wir haben alle verschiedene Geschmäcker, wir haben alle unterschiedliche Sichtweisen. Ja. Und jede von uns ist anders und jede wird auf etwas anderes neugierig und so weiter. Aber wie gesagt, die einzigsten Erfolge, welche ich durch Stories habe, das sind dann Freundschaftsanfragen. Okay, habe ich aber auch schon ganz nette Menschen dadurch kennengelernt, den ich bleibe dann wenigstens mal die ersten Tage so ein bisschen im Kontakt, wo ich dann auch schreibe und gucke, was die mir schreiben, ne, und ob die sich freuen. Wenn sie natürlich in die ersten paar Sekunden mir direkt irgendein Angebot versuchen zu verbreiten oder ihre Seite mit Gefällt mir zu markieren, dann bin ich natürlich auch konsequent und dann verabschiede ich mich von diesen Personen. Dann bin ich der Meinung, ich bin dann ihnen nicht so wichtig, ne? Und ich bin dann nur ein Instrument zum etwas. Das möchte ich nämlich nicht, ne? Es ist wirklich so. Und ich bin auch kein Typ, der irgendwelche Chatbots da, hier Instagram-Bots einsetzt, die irgendwo automatische Nachrichten schicken. Und ich merke das auch sofort, wenn solche Bots im Einsatz sind. Also ich mache es auf normalen, realen Weg. Meine Follower sind echte Follower. Ich möchte das nicht mit den Bots. Aber viele nutzen eben solche Tools, die eben dann zu solchen Follower-Aufbau gehören. Aber das sind ja dann keine echten, die wirklich Interesse für dich haben. Das darf man bei der ganzen Sache ja auch nicht vergessen. Gell? Mhm. Da lieber langsam kleine Brötchen backen, das alles mit Real und die Leute anziehen, die wirklich was von dir möchten. Oder ja, genau, dafür sind sie ja auch die Stories gedacht. Ja. Story ist ja auch die Story, deine Geschichte, dein Leben, Dokumentation deines Lebens und du freust dich über etwas und das teilst du dann mit. Du möchtest, dass die Leute auch sich mit dir freuen. Du hast irgendwas Witziges erlebt, dann teilst du das auch mit der ganzen Welt. Du hast etwas Trauriges erlebt, auch das darf man nicht vergessen, auch ein Schmerz und ein Leid könnte man natürlich auch teilen und dann sieht man in Wirklichkeit, wer wirklich auch deine Freunde sind. Ich sag's ja so, ich scrolle dann durch die Stories und wenn ich etwas von meinen Freunden sehe, freue ich mich, lache mit oder leide auch mit. Wenn ich aber Menschen sehe, die mir unbekannt sind und
die irgendwie so plump, plötzlich mal, bam, plump, fällt der aus dem Internet raus zu mir. Dann bin ich ja schnell weg, dann bin ich ja weiter irgendwie. Und was ich selber noch gemerkt habe, den Fehler habe ich auch früher gemacht, wenn man jetzt Bilder postet und zu viel Text drauf hat, dann das ist doof. Also da hat wirklich niemand die Zeit und Chancen und das ist alles so klein, das liest kein Mensch. Ne? Ja. Also das ist natürlich auch wichtig, darauf zu achten. Was ist es? Deswegen denke ich mir so natürliche Bilder mit Hashtags, mit diesen ganzen Features, welche uns also zur Verfügung gestellt werden, das ist schon in Ordnung. Und was ich wichtig finde, natürlich auch die Story ist ja auch dafür da, dass wir auch menschlich und natürlich bleiben, so wie du jetzt eben gerade das auch gesagt hast. Denn wir nutzen alle noch öfters und noch mehr Internet, wie wir es früher gemacht haben. Und genau das ist das Problem, dass dort sehr viel gekünstelt wird und deswegen müssen wir mal auch so machen, dass wir auch authentisch und ehrlich sind. Auch so wie wir jetzt sind. Ne? Ja, heute habe ich zum Beispiel Kreislauf, deswegen trinke ich ständig das Wasser. Kann mich nicht, ehrlich, ich kann mich nicht richtig konzentrieren heute, weil es ändert sich ja ständig. Mal haben wir hier Regen, mal haben wir Sonne, aber wir sind ja alle Menschen und wir erleben alle das Gleiche. Und eine oder andere wie ich habe hier Kreislauf und ich trinke den ganzen Tag Wasser. Aber ich habe so eine tolle Gesprächspartnerin, die übernimmt hier auch schon mal viel. Obwohl, siehst du, sogar beim Kreislauf quatsch ich ohne Ende. So gut. Ja, ich sitze ja hier in Norwegen, gell? Und schön, ja genau. Hier ist ja die ganze Nacht Sturm gewesen und heute ist auch nicht gerade so schön das Wetter, aber wir hatten die ganze Woche schön, wir können uns nicht beklagen. Mhm. Und ich tanke hier auf, ich hole mir neue Inspirationen. Das ist für mich ein Ort, wo ich wirklich mal wieder, ja, mir neue Ideen sammeln auch. Genau, und das sind dann die Stories, das sind ja alles Instagram-Stories und Facebook-Stories. Genau. Gabi in Norwegen, mein Urlaub in Norwegen, guck mal, wie toll hier ist, guck mal, wie toll ich mich fühle, schaut mal, was für tolle Gebäude hier sind, was für schöne Menschen. Ja, genau. Ja, das wollte ich euch damit sagen, das mache ich auch und wer mich kennt, weiß, der hat ja schon gesehen von meinen Stories und das poste ich dann auch, ne? Weil ich selber, was mir selber gut tut, warum soll ich das nicht weitergeben an die Menschen? Und viele sagen, ach, immer an denselben Ort. Ja, aber ich fühle mich hier wohl. Es ist halt so. Ich möchte nicht woanders sein. Ich bin hier wo. Und wenn ich zu Hause bin, bin ich lieber zu Hause in meinem gemütlichen Zuhause. Wie du auch, Lena. Gell? Mhm. Manche, die verreisen dahin und dorthin in die ganze Welt. Aber das ist jedem selber überlassen. Gell? Genau. So, liebe Gabi, jetzt, du wolltest uns etwas demonstrieren. Du hast einen Hack mitgebracht. Ne? Ja. Also ich weiß, du hast wirklich einiges, was du uns demonstrieren könntest und wolltest, aber ich habe es gesagt, nicht. Gabi, bitte nicht zu viel. Es ist Sonntagabend, nur mal vielleicht eine Sache. Deswegen halte ich jetzt meinen Mund und du zeigst jetzt kurz, bitte, ne? Ja, also ich darf nicht so lange machen. Wir machen einen kurzen Hack. Mhm. So, will ich mal meinen Bildschirm teilen. Da bin ich, ja. Mal gucken. Selber erst mal gucken, wo ich hier bin. Ja. So, Lena, was siehst du jetzt? Siehst du den Bildschirm, Lena? Ich sehe ja deinen Bildschirm. Mhm. Okay, also wir haben ja in meiner Gruppe schon mal davon gesprochen und ich hatte darüber auch ein kleines Video gedreht und zwar ging es um ein Tool, wo ich auch Stories planen kann. Das heißt, in diesem Tool kann ich Stories planen und zu einer gewissen Zeit dann posten. Na? Dieses Tool, das hatte ich euch auch schon mal gezeigt, das ist hier, das nennt sich Storito. Ich zeige es euch jetzt nur mal kurz, weil es gibt ein ausführliches Video auf meinem Kanal. Na? Und ihr seht hier schon, wenn man in dem Tool dann ist, man kann nur 10 Stories kostenfrei im Monat hier posten.
Aber für diejenigen, die arbeiten, die wirklich eine wenig Zeit haben, wäre das eine Alternative, so mal 10 solche Stories zu machen. Da hast du hier deine Templates, hast hier die Stories, ich habe ja schon einige gemacht, die kann ich euch hier mal zeigen. Und so sehen dann meine Stories dann aus. Da gibt es dann hier die Template, die kann man hier auch bewegen. Und ja, das ist eigentlich alles selbsterklärend. Das will ich auch jetzt gar nicht weiter in die Tiefe gehen. Wichtig ist, dass ihr das hier plant, ne, mit einem bestimmten Zeitpunkt, zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ich muss nochmal gucken. Da. So. Ich bin jetzt, muss ich mal wegschieben hier. Mal hier hin. Ja. Dann nehmen wir das jetzt. Post-Chat-Tool, genau. Da wollte ich hin. Das ist praktisch diese Zeit. Hier kann ich bestimmen, zu welchem Zeitpunkt ich diesen Post halt machen will. Ne? Dafür habe ich hier dann diesen Zeitposter, diese Uhr, und kann das dann hier posten. Und dann wird das zu einer bestimmten Zeit gepostet. Diesen Link, der hier ist, den kann ich natürlich noch nicht machen, weil ich noch keine 10.000 Follower habe. Aber ich kann hier in dem Tool meine 10 Posts hier schon mal erstellen und die zeitgesteuert jeden Monat machen. Will ich dann mehr, kostet es eben Geld. Ich glaube $15, aber ich bin ja jetzt nicht ganz sicher für 100 Posts. Ich mache das mit den 10 und das reicht vollkommen aus. Ne? Das wäre jetzt mal so ein kleines Tool nochmal gezeigt. Dann gibt es eine Google Chrome Erweiterung. Das will ich euch auch nochmal zeigen. Es gibt ja viele, die wirklich nur am PC arbeiten können, die noch nicht ein Handy oder ein Tablet haben. Ne, das gibt es, warum auch immer, es gibt es. Und die können natürlich auch Instagram hier am Rechner machen. Ne, dann installiert ihr euch hier diese Google Chrome Erweiterung. Wie nennen Sie sich? Die heißt ganz, ja, warte. Muss ich nochmal gucken. Ich gucke mal ganz kurz hier rein. Da steht es, wenn man drüber fährt, immer da. Ah dann ja, Desktop für Instagram heißt die. Hier Desktop oben. Für Instagram, alle. Ja, das ist nämlich wichtig, nur zu wissen, damit die Leute wissen. Ne? Und die zweite ist dann hier die Chrome IG Story. Obwohl hier in der kann ich keine Stories posten. Ich kann mir nur Stories anschauen und Stories runterladen. Gell? Also das wäre jetzt nicht so interessant. Aber angenommen, ihr wollt jetzt das machen, dann könnt ihr hier die Bilder hinzufügen und hier auch Stories hinzufügen. Aber das hat einen wesentlichen Nachteil, wenn ich hier Stories hinzufüge. Ich habe einfach mal, ich nehme jetzt mal ein Bild von mir. Na? Ich kann halt nur diese Hochkantbilder dann hier machen. Und ich kann hier nichts weitermachen. Ich kann hier nur die Story so reinnehmen, ne, am PC, kann Hashtags zufügen und das war's. Ne. Das muss ich dann eben wissen, dass ich da nicht irgendwelche Bildchen oder GIFs-Animationen sowas zufügen kann. Aber es wäre jetzt erstmal eine Alternative für diejenigen, die gar nichts haben. Ne, die wirklich nur am PC sitzen und am PC arbeiten. Die zweite Sache ist, unsere Hashtags, die kriegen wir ja wieder her, das wisst ihr ja auch schon. Das habe ich euch auch mal hier oben gezeigt. Warte, ich muss mal hier runter. So. Nee, meine Zuschauer wissen gar nicht, Gabi, was du in deiner Gruppe gezeigt hast. Deswegen. Ach, Entschuldigung. Ja, jetzt bin ich schon wieder. Also, es gibt ein Tool, wo man jetzt die Hashtags sich machen kann. Ne? Und ich benutze das Fanpage Karma Tool dafür. Das ist dieses Tool und da gibt es halt die Funktion, erweiterte Funktion, und da gibt es die Tools, wo man sich die Hashtags hier machen kann. Ne? Und dann kann man die sich hier rüberfügen und dann kann man die hier kopieren und kann die dann dort einfügen. Ne? Das macht man alles jetzt über PC, aber es gibt noch zahlreiche andere Tools. Nur dieses Fanpage Karma, da kann ich natürlich auch meine Aktivitäten bei Facebook einsehen. Und was für mich das Wichtigste ist, ich kann die Aktivitäten meiner Mitbewerber hier mit diesem Tool kontrollieren. Aber darum soll es ja heute nicht gehen. Zu diesen habe ich auch Videos auf meinem Kanal im Anschluss daran. Also, könntest du dann uns nachher auch unter diesem Video diese ganzen, also der Zugang vielleicht zu den wichtigsten deinen Sammlungen, ja, oder überhaupt irgendwie so zusammenfassen,
Ja, das machen wir auf Also jeden wir Fall. haben hier es eben gerade gesehen, dass man auch ohne Handy Ohne einfach Handy. nur an Laptop oder an Computer auch Instagram Stories auch posten kann. Dann gibst du uns bitte auch genau Anleitungen dazu, Ja, ja, oder mach mal. führst du uns hin. Und dann Ja. dieses Karma, wie war das? Fanpage Karma. Fanpage Karma. Fanpage Karma, und da kann man es ja wirklich sehr vieles für Instagram machen, Ja, ja? wirklich, sehr viel. Wir haben das ja auch genutzt, ja, für unsere Weihnachtschallenge mit unserem Quiz und so, ne? Da kann man wirklich viele Sachen damit machen. Aber es wäre vielleicht ein Tipp für diejenigen, die da Interesse haben, wenn jetzt jemand Interesse hat, gleich in meine Gruppe zu kommen. Dort habe ich nämlich die ganzen Videos auch nochmal extra in Ordner, in Dateien und so weiter verlinkt. Also wenn da Interesse besteht, dann vielleicht auch gleich in meine Gruppe kommen. Ja, gerne. So. Dann kümmerst du dich darum, dass du unter diesem Video dann Zugang zu deiner Gruppe auch postest, Ja. ne? Und auch Leute, die auch Fragen haben Ja. zu diesen Tools, dass du die auch richtig in die Genau. richtige Richtung oder zu der richtigen Adresse hinfügst, Ja, hier das schickst. genau, denn das Dorito-Tool an sich, das muss ja auch installiert werden und ausgepackt werden und dann verknüpft werden mit Instagram. Das wäre ja jetzt zu lange gewesen. Das habe ich alles ausführlich in diesen Videos erklärt, ne? Und deswegen wird das jetzt zu viel. Ich habe es jetzt nur mal angeschnitten, damit ihr wisst, was es gibt. Ne? So. Also die andere Sache, das wisst ihr alles wieder zu Stories, kommt auf Facebook, das brauche ich nicht zu erklären. Was ich jetzt nochmal mache, ich würde jetzt gerne nochmal mein Handy Bildschirm teilen. Da ist es schon. Und würde euch hier nochmal zeigen, wie ihr diesen Hack mit den Hashtags, wie kriegt ihr die Hashtags auf eure Story? So, jetzt wundert euch nicht, ich habe ganz viele. Genau, ich habe hier schon mal was Also du meinst jetzt ausprobiert. direkt auf das Bild, nicht so wie ich das jetzt mache unter der Post, sondern direkt auf das Bild. Also ja, auf die Story. Genau, ich bin jetzt auf meinem. Seht ihr jetzt hier diesen Bildschirm? Ja, ich sehe das. Alles gut. Genau. Dann wenn man eine Story erstellt auf Instagram, dann geht man ja auf dein Bildchen, auf den Kopf, gell? Auf den Kopf, ne? Alles gut. Jetzt muss ich nur mal gucken. Normalerweise müsste ich jetzt die Story mal löschen. Genau. Jetzt mal gelöscht, damit ich wieder eine zufügen kann. So, jetzt füge ich mal hier eines. Ihr seht mich jetzt hier, aber ich füge jetzt Ja. das Bild hinzu, was ich eben hatte mit Lena. Dieses Bild. Okay? So, eigentlich sieht das dann so aus. Und egal, was ihr für ein Bild dann zufügt, die Hashtags müsst ihr vorher aber schon haben. Okay? Zeige ich euch gleich. Hier oben gibt es das kleine Buchstabe A. A, habt ihr es mitbekommen? Mit Text einfügen. Warte, ich mache es nochmal zurück. Hier oben, ganz oben am Ja, äußeren rechten alles Rand, gibt es ein klar. großes A, ein kleines A und dann so Stifte. Und wir gehen jetzt mal auf das große und das kleine A. So, jetzt haben wir die Textfunktion. Das will ich euch nur erklären. Das ist jetzt die Textfunktion. Textfunktion. Hier könnte ich jetzt was reinschreiben. Will ich aber jetzt momentan nicht. Ich mache jetzt die Hashtags rein. Also, fertig. Ich hole mir jetzt meine Hashtags. Dazu habe ich ein Tool. Und zwar ein Hashtag-Tool auf meinem Handy, zeige ich euch. Ich habe allerdings iPhone. Ich weiß nicht, wie ihr das habt. Und das nennt sich Smart Hash. So, das ist mein Hashtag-Tool. Ihr könnt euch auch Hashtags in eine Datei oder eine Bibliothek abspeichern. Ich habe die hier und die kopiere ich mir jetzt mal. Ich habe zwei verschiedene Hashtags, den unteren und den oberen. Je nachdem, was ich da verwende, dann gucke ich immer, welches ich nehme. So, jetzt gehe ich wieder zurück auf mein Instagram-Profil. Und jetzt füge ich diese Hashtag, die ich gerade kopiert habe, ein. Jetzt passt bitte auf. Großes A, kleines A. Einmal drücken. Jetzt blinkt dieses Teil in der Mitte. Der Cursor, Entschuldigung. Draufklicken mit der Hand. Und dann kommt das Wort einsetzen. Und jetzt sind die Hashtags da, seht ihr. Die ganzen Hashtags, die ich eben genommen habe. Jetzt ist es natürlich blöd, weil die weiß sind, gell? Jetzt mache ich die klein. Ja, schieb die oben hin. Es ist ein bisschen gefummelt, ich weiß. Aber
Ich muss die jetzt quasi in der Farbe machen, schwarz, seht ihr? So, und die sind jetzt schwarz. Und die sind jetzt oben am äußeren Rand schwarz. Die Und die seht sieht ihr man jetzt hier nicht, nicht. ne? Nein. Aber die sind drin. Genau, und das ist der Hack, Die also sind das ist drin. der. Ja. Das Alles ist der klar. Hack, dass die Hashtags jetzt alle drin sind. Weil es wäre ja blödsinnig, wenn jetzt die Hashtags alle weiß und man sieht, kann die lesen. Aber die sind ja versteckt. Aber die sind in Super. unserem Profil drin. Und wenn ihr die jetzt unten, eine kurze Sache noch, hier unten ist mein Kopf und das kleine Facebook-Buttonschild. Unten, links. Gell? Lena, wenn ich jetzt Ja. da drauf drücke, teile ich diese Story auf Facebook und auf Facebook-Fanpage und auf mein Instagram-Profil. Und habe alle Hashtags dort drin. Nicht vergessen. Und das ist das, was uns unheimlich und enorme Reichweite bringt. Sehr schön. Wie lange der Hack natürlich geht, weiß ich nicht. Habe ich selber erst rausgefunden und selber probiert und gemacht und getan. Und ich habe es mal, jetzt muss ich ganz ehrlich mal sagen, bei einem großen Marketer, amerikanischen, gesehen. Da dachte ich, da ist irgendwas im Hintergrund, was so weiß war. Und da habe ich gedacht, das kann nur das. Und das habe ich mir dann sichtbar gemacht und habe das gesehen. Also ich weiß nicht, ob es viele so machen, aber das ist auf jeden Fall dann ein Ja. sehr guter Hack. Sehr So. cool. Also lass uns mal alles zusammenfassen. Ja. Ja. Kannst mal dein Bildschirm vielleicht wieder wegmachen, klein machen oder. Warte mal, jetzt muss ich hier stoppen, gell? Ja, genau. Gut. Also, wir fassen mal alles zusammen. Facebook-Stories und Instagram-Stories sind sehr, sehr wichtig. Wir wissen es also, wie auch schon am Anfang erwähnt wurde, dass Facebook auch einige Veränderungen angekündigt hat. Wir wissen leider auch nicht immer, wie und was, aber wir bekommen das schon rechtzeitig mit. Und wir dürfen natürlich nicht vergessen, wir befinden uns auf einem fremden Boden. Also deswegen, wir sind hier Mieter quasi auf Facebook und wir müssen es also uns anpassen und schauen, dass wir natürlich alle Erneuerungen erstmal mitbekommen und dann auch eine oder andere Sache auch für unsere Unternehmen auch einsetzen. Also ganz cool ist mit diesen Stories. Ich werde es auf jeden Fall das Ganze auch selber noch erweitern und natürlich auch das versuchen, strategisch einzugehen oder halt eben auch spontan mal schauen. Ansonsten freue ich mich über alle meine Freunde, Bekannten und Verwandten, die immer wieder schöne Tagesstories posten und ich darf auch mit euch allen freuen oder auch weinen, wie auch immer. Okay, Gabi, toll, herzlichen Dank für deine Hacks und für deine wunderbaren Anleitungen und herzlichen Dank auch, dass du da warst, auch bei diesem sehr schönen Thema, dass ich nicht alleine zu diesem Thema etwas sagen müsste, da ich mich ja nicht so gut damit auskenne. Dafür brauche ich immer wieder Gesprächspartner. Okay, unsere Interview geht langsam zu Ende. Bevor wir aber aufhören, möchte ich sehr gerne Gabi fragen, wo können wir dich finden? Ja, wo finden wir alle Anleitungen? Sag uns dann bitte genauer, Ja. was kannst du unseren Zuschauern bieten? Welches Mehrwert können die von dir bekommen? Ne? Ja, also ich möchte mich auch mal recht herzlich bedanken bei dir, Lena, dass wir das tolle Interview machen konnten. Und ich freue mich total. Und das hat mir echt super riesig Spaß gemacht. Also wunderbar, ganz toll. Du bist ja eine wundervolle Frau. Und ja, also tolle Gesprächspartnerin. Also, Danke dir. wo findet ihr mich? Ihr findet mich auf Gabi Lindemanns Blog.info. Auf dem Blog habe ich unterm Reiter oben Menü gibt es von mir meine Akademie-Seite. Auf meiner Akademie-Seite sind alle meine Kurse. Ich habe ja verschiedene, auch große Kurse. Ich habe einen WordPress-Kurs, ich habe verschiedene kleinere Kurse wie in DSDVO-Komplettkurs, wenn einer noch keine Webseite DSDVO-konform eingerichtet hat, dann kann er sich gerne an mich wenden. Also da habe ich alle Anleitungen, was es so gibt. Und jetzt ist die Gabi weg. Jetzt hängt sie. Ich Aber habe jetzt bist du wieder Workshops, da. ja, ich habe Workshops und wie gesagt, ihr findet das alles auf meiner Blogseite. Ich habe einen eigenen YouTube-Kanal. Dort findet ihr alle Anleitungen und Erklärvideos. Und
wo ich euch sehr gerne einlade in meine Gruppe, weil ich dort regelmäßig Live-Videos gebe und das wird jeden Sonntag 18 Uhr sein. Und ich gebe dort auch Workshops, ich gebe dort Anleitungen, Tipps und sind wirklich eine sehr, sehr coole Truppe. Und wie gesagt, alle meine Kurse findet ihr dann auch bei mir in der Gruppe. Mhm. Ja. Super, also wie ich wie immer runde die ganze Sache auf. Ihr bekommt alle Informationen auf Gabis YouTube-Kanal und in ihre Gruppe und auch auf ihrer Webseite. Das Ganze postet sie uns unter diesem Video. Wenn ihr Fragen habt zu Tools, Technik, Erleichterungen, WordPress, Blogaufbau, bitte zu Gabi. Und an dieser Stelle möchte ich sehr gerne alle auch nochmal für morgen einladen. Morgen bin ich ein Interviewgast bei Miriam Schrepper. Ich werde auch euch hier bei mir auf dem privaten Profil auch nochmal die Einladung posten. Es geht morgen um ein ganz, ganz spannendes Thema, ein ganz wichtiges Thema. Hat mir heute auch schon am Anfang kurz angesprochen. Es geht um Messenger-Marketing. Brauche ich das alles? Ist es überflüssig? Ist es wichtig? Und so weiter und so fort. Okay, ich hoffe, dass unsere Live heute euch was gebracht hat. Wer bis jetzt noch keine Facebook-Story-Funktion genutzt hat oder mal so lahm, mal wieder nicht, dann sollt ihr das tun. Denn wie gesagt, Facebook legt großes Wert auf Stories. Er möchte sehr gerne, dass wir das machen. Es wird sich etwas verändern. Es geht in die Richtung Stories, Instagram, Facebook und so weiter. Und wir sind alle gespannt auf das, was uns Facebook als Neues noch ankündigt. Wir wünschen euch einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Sonntagabend. Ich freue mich, wenn ihr bei meinen Lives dabei seid. Ich freue mich auf jeden Kommentar. Ich freue mich auch auf jeden Like. Alles, alles Liebe euch und bis Lena, bald. Lena, Fragen waren nicht da jetzt. Fragen waren jetzt nicht da. Fragen waren nicht da, sonst hätte ich es auch. Alles gut. Ja. Ich habe es immer wieder geguckt. Ja, aber gut, leider nicht da. Wenn die Leute alles noch haben, könnt ihr sehr gerne posten, dann kann man das schriftlich beantworten. Ja? Vielen lieben Dank, Lena, und ihr alle auch. Einen schönen Sonntag. Mhm. Tschüss. Tschüss.